Ihr Schläger. Ein Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht in der Kleinstadt Bernau bei Berlin. Nora und ihre Clique sind in einer aufwendigen Verhandlung als Zeugen geladen. Alles begann ganz harmlos. Also, wir waren auf einer Party gewesen und haben ziemlich viel getrunken gehabt. Und da kamen halt so ein paar Idioten an und wollten ein bisschen Stress machen, bla bla. Naja, und dann sind wir halt in einer Schlägerei verwickelt gewesen. Hier wollte ihnen einen Helm in die Fresse hauen. Ja, und deswegen sind wir heute hier. Ein klassischer Fall fürs Jugendgericht. Einige Kilometer entfernt. Der Jugendrichter Andreas Müller bereitet sich auf einen langen Arbeitstag vor. Fast täglich muss sich der 43-Jährige mit Schlägern, Kiffern oder Rechtsradikalen auseinandersetzen. Eine Woche lang begleiten wir ihn dabei. Heute wird er Noras Fall verhandeln. Rechtsanwalt Norbert Hochsam hat schon oft mit Richter Müller im Verhandlungssaal gestanden. Im Fall Nora verteidigt er einen der mutmaßlichen Gewalttäter. Hochsam, warum bist du heute Morgen hier? Es geht um eine Strafsache vor dem Jugendrichter. Das ist eine Jugendchefensache ist das. Was ist da Ihre Aufgabe? Ich bin Pflichtverteidiger in dieser Sache. Was wirft man Ihrem Mandanten vor? Gefährliche Körperverletzung. Haben Sie schon einen Eindruck, wie es ausgehen wird? Ja, das werden wir sehen. Andreas Müller auf dem Weg zur Verhandlung. Seit 9 Jahren ist der Münsterländer Jugendrichter im ostdeutschen Bernau. In dieser Zeit hat er für Furore gesorgt, mit ungewöhnlichen Methoden, mit harten Urteilen. Müller gilt als kompromisslos. Er will die jugendlichen Täter erziehen. Dabei schreckt er nicht vor drastischen Gefängnisstrafen zurück. Ich finde, es ist keine schöne Aufgabe, Jugendliche in den Knast zu packen. Knast ist was Schlimmes, was Gemeines. Jemanden einzusperren, der in seiner Entwicklung ist. Aber sie müssen es bisweilen machen. Wie wird der Richter heute urteilen? Es ist ein aufwendiges Verfahren. Es steht Aussage gegen Aussage. Müllers Ziel ist es, Verfahren so schnell wie möglich zu verhandeln. Straftäter sollen sofort spüren, dass Konsequenzen drohen. Doch diesmal ist die Tat schon über ein Jahr her. Die Mühlen der Justiz mahlen nicht immer nach Müllers Wunsch. Für die Angeklagten steht sehr viel auf dem Spiel. Michael N. steht bereits unter Bewährung. Wird er heute verurteilt, drohen ihm bis zu 1,5 Jahren Haft. Robert G. muss mit Freiheitsentzug von 1 Jahr rechnen. Alles kommt auf die Aussagen der Zeugen an. Doch die Erinnerung ist getrübt. Ja, vor allen Dingen, man muss ja erstmal ein bisschen überlegen, weil das ist ja bestimmt schon über ein Jahr und ein Vierteljahr her. Und da muss man jetzt erstmal ein bisschen Revue passieren lassen, was der überhaupt gewesen ist. Der Chilene German, ein Freund Noras, wird als erster vernommen. Auch er hatte damals Schläge einstecken müssen. Gab es einen ausländerfeindlichen Hintergrund? Die Verhandlung zieht sich in die Länge. Die Zeugen werden von Richter Müller ausgiebig befragt. Es muss geklärt werden, wer die Schlägerei angezettelt hat. Ob Nora tatsächlich mit einem Helm geschlagen wurde, wie schwer die Verletzungen waren. Die Beteiligten sind angespannt. Ihre Aussagen widersprüchlich. Erst nach 10 Minuten unterbrochen worden. Dürfen alle raus? Und wie war's? Na, komisch. Jeder sagt was anderes. Aber ich kann nichts mehr dazu sagen, ja? Die Gruppe ist verunsichert. Dennis, ein Halb-Pakistani, befürchtet einen Freispruch. Nicht gut für uns, nur gut für die anderen. Was wäre denn gut für euch? Nur gut für uns, wenn der im Knast gehen würde. So würde ich finden. Aber. Ja? Er hat ein Mädchen gehauen mit einem Helm und sowas macht man. Ich meine, es ist schlimmer, als wenn man schon schlimm genug, wenn man ein Mädchen mit einer Hand hat. Mit einer flachen Hand oder mit einer Faust, aber mit einem Helm nicht feige. Und dann geben die das noch nicht mal zu. Ich meine, sowas ist schade. Aber Knast ist ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen zu hart. Weißt du, wenn der Richter so hart ist, dann tut es mir leid, wirklich. Die Gefahr, dass die Angeklagten zu Höchststrafen verurteilt werden, steigt, wenn sich herausstellt, dass ihre Taten ausländerfeindlich motiviert waren. Richter Müller ist bekannt dafür, in solchen Fällen besonders hart durchzugreifen. Und tatsächlich deutet zunächst einiges auf einen rechtsradikalen Hintergrund hin. Eine Anwohnerin hat das Geschehen damals beobachtet.
Ich habe nur gesehen, eine Masse prügelnder Jugendliche, bis im Prinzip ja, jemand rief, zieh doch das Messer, und daraufhin habe ich dann die Polizei angerufen. Und, also laut Herrn Müller ging der Spruch ja noch weiter. Also wie ging, was haben Sie genau gehört da? Na, zieh doch das Messer und stech die Türken sauer ab. Die Lage ist verworren. Was ist wirklich vorgefallen? Wie steht es um die Angeklagten? Auch Anwalt Norbert Hochsam hat noch kein klares Bild. Ja, die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen die Ergebnisse der Beweisaufnahme abwarten. Die Zeugen wurden gehört. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen zum Sachverhalt. Und das Wichtigste ist einem Prozess erstmal den Sachverhalt, den tatsächlichen Sachverhalt aufzuklären. Danach kann er rechtlich beurteilt werden. Solange wie der Sachverhalt nicht aufgeklärt ist, ist noch alles in der Schwebe. Mit dem Fortgang der Verhandlung wird die Gruppe immer angespannter. Die Schuldfrage ist nach wie vor ungeklärt. Zudem hat der Richter einige Zeugen aus Noras Gruppe lautstark zurechtgewiesen, sogar Ordnungsstrafen angedroht. Die Jugendlichen waren ihm zu flapsig. Seine Art stößt auf wenig Gegenliebe. Ich will nicht nochmal verhört werden. Ich sag dir, ich will. Die Gruppe fühlt sich vom Richter benachteiligt. Ich fand das auf jeden Fall nicht so gut. Weil, weiß ich nicht, so auf die Fragen, die ankommt, irgendwie ist das ja nicht drauf, hat er ja nicht drauf eingegangen, so mehr. Irgendwie, das ist mehr so zugunsten der Angeklagten, meiner Meinung nach. Aber ich weiß ja nicht, ist das seine Arbeit? Ich arbeite hier nicht. Also, er wird schon wissen, was er macht, aber werden wir sehen. Was habt ihr hier für einen Eindruck von Richter? Ja, das ist ein bisschen, ich mag ihn nicht. Doch, ich finde ihn soft. Wird er mein Richter sein? Geteilte Meinung. Ja, ich sag mal, ist er zu lasch. Hat sich der Mann voll angemacht, so ein bisschen. Ich sag mal, er ist nett, aber er hat doch irgendwie, weiß nicht, weil ich hab wiederholt oder so und war mir unsicher. Und dann hat er mich gleich angemacht, meinte so, ja, komm auf den Punkt oder so. Zum letzten Mal werden Nora und ihre Freunde in den Gerichtssaal gerufen. Sie erwarten das Urteil. Doch es kommt anders. Wird vertagt. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen müssen weitere Zeugen gehört werden. Um die Terminprobleme seiner Kids kümmert sich Müller höchstpersönlich. Lebenszimmer von Frühmorgen von 7 bis 15 Uhr. Und ich komme aus Berlin. Im Notfall rufen Sie mich an, dann sage ich Ihnen das. Ja? Okay, die Nummer steht doch da drauf, oder? Auf der Ladung oder sprechen oder fragen sich dann Müller. Richter Müller, okay. Ja? Gut, dann. Ansonsten oder irgendjemand wird frei haben. Einige Wochen später spricht der Richter die Angeklagten frei. Die Tat kann nicht nachgewiesen werden. Auch für Müller gilt, im Zweifel für den Angeklagten. Nicht hier drin. Um Jugendkriminalität zu bekämpfen, beschreitet Richter Müller unkonventionelle Wege. Er verbietet in Extremfällen Springerstiefel, die er als Waffen betrachtet, oder schickt Skinheads zum Döneressen nach Kreuzberg. Zu seinen Methoden gehört auch, dass er im Gerichtssaal die Rolle des Bösen einnimmt und auch mal laut wird. Manchmal ist es besser, jemanden so anzufahren, dass er denkt, hier will ich nie wieder hin. Zu diesem, ich sage es mal, zu diesem Arschloch-Jugendrichter möchte ich nicht mehr. Dann habe ich gewonnen und meinen Job gut gemacht. Wenn er irgendwie denkt, das war ja alles unheimlich nett, das kann manchmal so sein. Das muss nicht immer. Aber dann habe ich nicht irgendwie dieses Abschreckende. Und so ist es bisweilen so, dass ich denke, naja, heute warst du schon wieder mal ein kleines Arschloch, Müller. Aber es muss eben so sein. Insbesondere rechtsradikalen Jugendlichen will er zeigen, dass er durchgreift. Nachsicht, so Müller, werde von den Rechten nur mit Spott quittiert. Im rechtsradikalen Bereich war ich in der Vergangenheit sicherlich hart und habe auch Signalurteile gemacht und auch ganz bewusst. Da bin ich nicht sehr gemocht, kann man so sagen. Obwohl insgesamt erachten sie mich auch als fair und hart, aber ja, das sind da eben auch Sachen gekommen, die sie nicht erwartet haben. Der Kampf gegen Rechtsradikalismus ist für den Richter ein besonderes Anliegen. Immer wieder trifft er sich mit der Sozialarbeiterin Rosemarie Kallas. Sie betreut seit Jahren rechte Jugendliche und erfährt als Erste von potenziellen Gefährdungen. Der Bahnhof in Bernau war jahrelang ein Brennpunkt. Frau Müller, wie oft hat uns der Bahnhof in Bernau beschäftigt? Sie in Ihrem Gericht? Mich? Straftaten aller Art wurden hier begangen. Naja, S-Bahn, Geschichten, Überfälle, Schlägereien, Fahrrad kaputt treten und. Aber das dürfte jetzt Geschichte sein, hoffe ich. Ja,
Der Bahnhof ist mittlerweile sicherer geworden. Vielleicht auch durch die Arbeit von Frau Kallas und Richter Müller. Doch noch immer treffen sich hier Skinheads und rechte Gruppen. Ein alltägliches Bild. Solange sie da sitzen, kein anderes tun. Es ist nicht mein Einflussbereich, wie sie sich kleiden oder sonst wie. Es ist mir völlig egal. Ich sehe es natürlich nicht gerne, wenn es nach außen rechtsradikal ist, aber es hat keine strafrechtliche Relevanz. Entscheidend ist für mich, dass sie keine anderen Personen angreifen, dass sie nicht Opfer schaffen und so weiter. Ansonsten, dieses Bild werden wir immer wieder haben und wir haben es überall. Aber irgendwo müssen auch sie hin. Bernau Süd, das Problemviertel der Stadt. Ausländer, Aussiedler und Skinheads leben hier auf engstem Raum zusammen. Plattenbau, Tristesse und Perspektivlosigkeit. Das Potenzial für Kriminalität ist hoch. Immer wieder finden sich Bewohner dieses Viertels im Jugendgericht wieder und sorgen dafür, dass Andreas Müller ein vielbeschäftigter Mann bleibt. Montagmorgen, 9 Uhr. Ein neuer Arbeitstag für Andreas Müller. Heute empfängt er eine Schulklasse. Die Schüler werden bei Verhandlungen zuschauen und anschließend mit dem Richter diskutieren. Rechtskunde anhand von realen Fällen. Von Fahren ohne Fahrerlaubnis bis Widerstand gegen die Staatsgewalt. Die Schüler erleben den Alltag des Jugendrichters hautnah mit. Aufrufe seit 10 in der Strafsache Hummel, alle Beteiligten bitte eintreten. In der ersten Verhandlung geht es um das Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Fast jede Woche muss Müller Delikte dieser Art verhandeln. Diesmal ist Peter H. betrunken durch Bernau gerannt und hat Sieg Heil gebrüllt. Er ist zum wiederholten Male auffällig geworden. Für Müller eine Provokation. Er verurteilt den Angeklagten zu einer Woche Jugendarrest und 70 gemeinnützigen Arbeitsstunden. Zudem muss er einen 10-seitigen Aufsatz über die Zeit des Nationalsozialismus schreiben und ihn Müller vorlegen. Ein Urteil, das für Diskussionen sorgt. Das fandst du krass, dass ein Aufsatz über 10 Seiten schreiben muss. Wer hätte lieber 50 Arbeitsstunden gemacht als einen Aufsatz? Da habe ich ja eine harte Nummer gewählt. Hm? Warum mache ich das denn? Dass man vielleicht, wenn man sich damit befasst, mit dem Thema, dass man dann besser Bescheid weiß. Richter Müller spricht ein weiteres Thema an, das ihm am Herzen liegt. Drogenmissbrauch. Er hält die Kriminalisierung von Cannabis für gefährlicher als den Konsum der Droge. Müller fordert eine Legalisierung und einen aufgeklärten Umgang mit Suchtstoffen. Ich denke, dass jedes Suchtmittel im Übermaß genossen für euch schädlich ist. Wenn ihr am Wochenende die ganze Zeit irgendwelche Alkoholpops sauft, ja, wenn ihr besoffen in der Ecke steht, ist es für euch nicht gut. Wenn ihr von morgens bis abends kifft und auch noch so tut, als ob ihr jetzt wieder die Coolsten seid. Ja, wisst ihr, wo ihr da landet? Ich möchte euch vor eins bewahren. Denkt nicht, weil ihr sauft, seid ihr die Besseren. Denkt nicht, weil ihr kifft, seid ihr die Besseren. Ihr seid dann gut, wenn ihr mit jedem Stoff, egal was ihr macht, gut umgehen könnt. Ja, dann hoffe ich, dass ich euch hier nicht mehr sehe, dass ihr irgendwas begriffen habt. Ja. Müllers klare Sprache kommt bei den Schülern offenbar an. Der nächste Fall an diesem Nachmittag, ein Drogendelikt. Dem 18-jährigen Benjamin G. wird vorgeworfen, in 52 Fällen Handel mit Marihuana betrieben zu haben. Für Benjamin ist die Verhandlung von besonderer Bedeutung. Es geht um nichts weniger als die Zukunft des Jungen. Benjamins Anwältin Ingrid Fritze warnt vor den gravierenden Konsequenzen einer Verurteilung.
Wenn er verurteilt wird bei 52 Fällen Handel treiben, kann da auch schon mal im Extremfall eine Jugendstrafe oder Ähnliches rauskommen, mit der vorbestraft gilt, einen Eintrag im Register hat, im Führungszeugnis und dann schon mal Schwierigkeiten haben kann, eine Lehrstelle oder Ähnliches zu erlangen. Die Verhandlung gegen Benjamin beginnt. Vom Urteil des Richters hängt ab, ob er eine lang ersehnte Lehrstelle als Koch antreten kann oder nicht. Wird Benjamin freigesprochen, kann er ein neues Leben beginnen. Wird er verurteilt, steht er vor einem Scherbenhaufen. Benjamin kommt noch einmal davon. Das Verfahren gegen ihn wird eingestellt. Er ist von einer riesigen Last befreit. Also in erster Linie hängen davon auf jeden Fall meine Lehre ab. Hätte ich mir durch meine Vergangenheit meine Zukunft wiederum verbauen können. Und da bin ich jetzt ganz froh, dass das so gelaufen ist. Und ja, wie gesagt, gibt einen Blick in die Zukunft jetzt. Jetzt bin ich wieder optimistisch. Andreas Müller ist zufrieden. Bei Cannabis-Delikten ist er alles andere als Richter gnadenlos. Gerade bei Benjamin hätte sich die Fortführung des Verfahrens negativ auswirken können. Hätte ich dieses Verfahren jetzt durchgezogen, dann hätte ich durch das Verfahren den Angeklagten weiter in Mitleidenschaft gezogen. Er kann nicht richtig schlafen, er weiß nicht, was passiert. Der hat ein offenes Verfahren. Kommt er eventuell doch eine Jugendstrafe raus, geht das in die Berufung? Was passiert? Also muss man natürlich abwägen, ne, zwischen Nutzen und Erziehung des Angeklagten. Und der war bereits durch das Verfahren selber, und das muss man ja auch immer vor Augen führen, enorm erzogen. Montag, 18 Uhr. Ein anstrengender Tag im Amtsgericht ist vorüber. Ein weiterer Tag, an dem der Richter Entscheidungen treffen musste, die für die Jugendlichen von existenzieller Bedeutung sind. Besonders schwierige Fälle bearbeitet Richter Müller von zu Hause aus. Hier hat er auch Zeit, sich mit grundlegenden Themen zu befassen, etwa mit Drogenpolitik. Von klein auf ist der Richter mit den verheerenden Konsequenzen von Drogen konfrontiert worden. Sein Vater starb an Alkoholismus, sein Bruder war jahrelang heroinabhängig. Müllers Kampf für die Legalisierung weicher Drogen hat auch einen persönlichen Hintergrund. Sicher ist, dass auch viele Jugendliche im Verhältnis zu Alkohol wesentlich weniger, im Verhältnis zu anderen Drogen wesentlich weniger ein Problem damit haben. Aber auch diese Probleme werden wir nicht mit Strafrecht auch irgendwie einschränken können. Was wir brauchen, ist einen ehrlichen, liberalen, vernünftigen und frei von Strafrecht ermöglichen Umgang mit dieser Droge. Jugendschutz, das, was Leute propagieren, wenn sie hart mit Hochstrafen vorgehen wollen, ist so nicht möglich. Müllers Position sorgt für heftige Kontroversen. Er wird zum Teil scharf angegriffen. In einer Presseerklärung fordert ein brandenburgischer CDU-Abgeordneter mit harschen Worten den Rücktritt des Richters. Ich kann Ihnen das so vorlesen, lautet es. Er ist Gefahr für den Rechtsstaat. Eine solche Person ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Er hat ein ernstes Problem mit sich, seinem Beruf und dem Staat. Ernstes Problem mit sich, das haben mir auch schon Skinheads mal vorgeworfen, weil ich relativ schnell gehandelt. Aber es geht weiter. Es fällt schwer, hierbei nicht an Rechtsbeugung und Strafverhaltung im Amt zu denken. Eine solche Person gehört auf keinen Richterstuhl. Sie gehört weg. Der Richter hat mittlerweile Strafanzeige wegen übler Nachrede gestellt. Müller polarisiert. Er gilt als Freund der Kiffer und Feind der Neonazis. Ein besonders hartes Urteil beschäftigt ihn noch heute. Vor einigen Jahren schickte er ein 16-jähriges Skinhead-Mädchen aus Bernau ins Gefängnis. Für 2,5 Jahre. Heike G. war mit äußerster Brutalität gegen Andersdenkende vorgegangen. Der Anwalt des Mädchens war Norbert Hochsam. Er hat schon viel erlebt in seiner Karriere, aber die Tat von Heike ist ihm bis heute unbegreiflich. In der Akte finden sich die erschreckenden Belege ihrer damaligen Gewaltbereitschaft. Es ging damals um eine Straftat der gefährlichen Körperverletzung. Das Strafverfahren oder die Tat war gekennzeichnet durch eine damals eigentlich für das Gericht und auch für alle Beteiligten beispiellose Brutalität.
die erschreckend gewesen ist, vor allen Dingen ausgeführt damals von 16-jährigen Mädchen. Heikes Alltag war bestimmt von Alkohol und Gewalt. Um ihre vermeintlichen Freunde zu beeindrucken, wurde sie immer skrupelloser. Es wurden Schläge verteilt und es wurden auch Fußtritte ausgeteilt. An den zwei Mädchen wurden über eine ganze Nacht lang drangsaliert. Es wurden ihnen die Haare abgeschnitten. Sie wurden kalt geduscht. Sie mussten nackt vor anwesenden Männern stehen. Sie mussten dort den sogenannten Hitlergruß ausführen. Wurden geschmäht und drangsaliert. Man hatte ihnen auf den geschorenen Kopf Hakenkreuze aufgemalt und andere Sprüche aufgetragen. Nach der Verurteilung bricht der Kontakt zwischen Richter Müller und Heike nicht ab. Müller besucht sie im Gefängnis und behält die Bewährungsaufsicht. Heute trifft er sich mit seiner ehemaligen Verurteilten, um zu sehen, wie sie sich entwickelt. Heikes Reststrafe ist auf Bewährung ausgesetzt. In wenigen Wochen wird sie auch die verbüßt haben. Heike will dem Richter ihr neues Leben zeigen. Er will überprüfen, ob seine Methoden fruchten. Ach, nein. Heike, ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Nein. Doch. Bist du nervös? Ja, total. Ne? Ich weiß nicht, wo mein Herz ist. Die Hemmschwelle bei Heike ist noch groß. Schließlich hat der Richter sie damals hinter Gitter gebracht. Bei einer gemeinsamen Zigarette schmilzt das Eis. Weißt du eigentlich, dass er das einzige Mädchen ist, das ich jemals eingesperrt habe? Das haben sie mir schon gesagt. Das einzige, lange überlegt. War es richtig? Ja. Also ich sag mal, in Haft konnte ich wirklich überlegen, was richtig war, was falsch war. Vor allem die Straftaten waren falsch gewesen. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Aber hätten sie mich nicht eingesperrt, wäre es wahrscheinlich noch schlimmer geworden. Glaube ich auch. Und wie ist mit der Jobsuche? Sehr, sehr schlecht. Ich hatte auch bei einer Zeitarbeitsfirma ein Vorstellungsgespräch gehabt. Ja. Da musste ich ausfüllen, ob ich vorbestraft bin. Habe ich angegeben, dass ich Bewährung habe. Und? Und da hat er mich gefragt, was das war, was für die Straftaten. Dann habe ich halt gesagt, Körperverletzung. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er sich bis zum 9.8. bei mir meldet. Mhm. Es ist nichts passiert. Dann habe ich mich als Zimmermädchen beworben. Mhm. Und da hatten sie meine Tätowierung gesehen beim Vorstellungsgespräch, haben aufgeschrieben, dass ich tätowiert bin. Dann hatten sie sich darauf den Freitag gemeldet, haben mir gesagt, dass sie mich nicht nehmen, dadurch, dass ich auf der Hand tätowiert bin. Das ist aber eigentlich nichts Böses, oder? Nee. An diese anderen Geschichten hast du ja schon lange wegtätowieren lassen. Ja, drinnen in Haft. In der Haft hast du ja gleich gemacht. Sieg und Ehre war damals in Heikes Finger eingestochen. Das Entfernen der Tätowierungen war ein erster Schritt raus aus ihrer Vergangenheit. Der Richter und die Verurteilte auf dem Weg in Heikes neues Leben. Sie wohnt mittlerweile in Berlin, in einem Viertel mit hohem Ausländeranteil. Und sie hat einen neuen Freund. Er ist Kurde, ausgerechnet. Heikes Leben hat eine neue Richtung eingeschlagen. Ihre Interessen und ihre Gewohnheiten haben sich radikal geändert. Was früher undenkbar war, ist heute Alltag. Mit anderen Kulturen geht sie ganz selbstverständlich um. Dann brauche ich da mal Lebensmittel, türkische Wurst und Wassermelone. Und daneben an einem Dönerladen, da esse ich immer meinen Döner. Heike hat viel gelernt. Nicht nur, weil sie in Haft ihren Realschulabschluss nachgeholt hat. Sie hat im Gefängnis viel Zeit mit Menschen aus verschiedenen Nationen verbracht und gemerkt, ihre Vorurteile hatten sie verblendet und fast ihr eigenes Leben zerstört. Mittlerweile hat Heike alle rechtsradikalen Symbole aus ihrem Leben verbannt. Kleidung, Frisur, selbst alte Fotos hat sie vernichtet. Wie gefährlich ihr damaliger Freundeskreis war, wusste Andreas Müller schon immer, zumal er für die rechte Szene eines der größten Feindbilder war. Was mich noch interessieren würde, was die Szene so über mich gesagt hat damals. Sie weiß, welche Leute ich meine, die dann später auch wegen versuchten Mordes und heute noch sitzen. Ja, die haben sehr schlecht über sie geredet. Wollten
sogar handgreiflich werden. Was hat Attentat. Attentat, sowas so hatten gesagt. Sie im Kopf. Ja. Die hatten nämlich, das war aus seiner alten Szene, einen 17-Jährigen, bei der sie möglicherweise hätte anzeigen können. Erst geschlagen, dann aufs Feld geführt. Die haben sie veranlasst, dass er sich auszieht. Dann haben sie eben bei lebendigem Leibe Benzin über den Kopf gegossen und haben ihn angezündet. Das Schlimmste, was ich je in den Akten gelesen hatte, am nächsten Tag wurden die uns vorgeführt. Ich war nicht Ermittlungsrichter, aber ich habe nur noch geschrien und habe gedacht, nein, 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 welche Menschenverachtung. Ich weiß, abends bin ich erstmal in eine Kneipe gegangen und habe immer gedacht, naja, das hätte dich genauso gut treffen können. Ja. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit weckt in Heike heftige Gefühle. Als sie mit dem Foto aus der Verhandlungsakte konfrontiert wird, brechen Wunden auf. Schockiert, dass ich das war. Ja. Wie alt warst du da? 16. 16, ja. Und dann die Klamotten, was ich früher getragen habe. Springerstiefel, Lonsdale, Fred Perry oder Rini-Schnitt. Innerlich tut es richtig weh. Das ist, ich sag mal, ich kann es nicht gut machen. Ich muss damit leben, dass es passiert ist. Eigentlich, wo ich es rückgängig machen würde, aber es geht nicht. Du hast deine Strafe gehabt und mit dem Ende deiner Bewährungszeit bist du straffrei. Das musst du so sehen. Und dann ja. Kannst du nur noch nach vorne gucken. Und jetzt guckst du ja jetzt schon. Ja, ich gucke nach vorne, auf jeden Fall. Aber die Sachen, die passiert sind, die werden mir mein Leben lang mitbegleiten. Ja, die dürfen dich aber nicht mehr behindern. Nee, das nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich denke oft darüber nach. Weil es ist passiert, das bewegt auch ihn. Aber wenn ich das Bild von früher sehe und jetzt, da kann ich mir selber nicht vorstellen, dass ich früher so aggressiv war, dass ich so auf Leute raufgesprungen bin, so gesagt. Dass ich Leute angepöbelt habe, dass ich gleich zugeschlagen habe, wenn die irgendwas Falsches gesagt haben oder so. Und jetzt, ich kann noch nicht mal eine Fliege was leide. Also, so gesagt. Also warum du so aggressiv warst früher? Warum? Die Kreise. Also im Kreis, wo ich drin war. Getrunken, hab meine Probleme bloß reingefressen. Und wie mein damaliger Rechtsanwalt schon gesagt hat, oder auch meine Bewährungshelferin, die ich hatte aus Bernau, dass ich eine tickende Zeitbombe bin. Und so habe ich mich dann auch letztendlich gefühlt. Heute blickt Heike hoffnungsvoll in ihre Zukunft. Und Richter Müller ist froh, dass er mit seiner Methode Zuckerbrot und Peitsche mal wieder richtig lag. Und ja, ich glaube, wir sehen uns nur noch ein einziges Mal im Leben wieder. Ja. Und ich denke, dass du bis dahin so weitermachst. Ja, werde ich auf jeden Fall. Ja. Ich möchte auch mal auf irgendwas stolz sein. Ja, mal die ganzen Frustrationen. Ja, und du machst weiter. Und ich denke, ich werde mein Leben so weiterführen. Ohne immer die gerade Linie. Ohne alles. Tschüss. Ja, okay, tschüss.